Unser Rewe-Spieler des Tages, unsere Nummer 80, Yannick! Goli. Wie war dein Tag so? Ganz erfolgreich, glaube ich. Was war das für ein Spiel heute gegen den TVB Stuttgart? Ja, wir wussten natürlich, dass Stuttgart damit viel Kampf dagegen hält. Ich glaube, wir haben ein super Spiel gemacht. Wir haben 10 Minuten, wo wir kleinen Durchhänge haben, aber ansonsten, glaube ich, 50 Minuten super gespielt, konzentriert und ja, verdient auch in der Höhe gewonnen. Kurz mal eine Frage, die mir schon ein bisschen länger unter den Nägeln brennt. Erschreckt ihr euch manchmal selber ob eurer überragenden Leistungen? Puh, also wenn man das vergleicht mit letztem Jahr, ist das ein ganz anderes Buch. Aber ja, mit der Halle im Rücken heute kann man nur so spielen, glaube ich. Wir hatten jetzt in den letzten 4 Heimspielen, 5 Heimspielen immer so knapp unter 8, über 8.000 Zuschauer. Die Leute kommen wieder und ihr habt euch das auch einfach verdient durch die Leistung. Das ist mir wichtig, dass ich das euch mal sage, weil ihr einfach überragend spielt. Danke, dass ihr heute hier wart. War wirklich richtig geil. Es gibt auch einfach nochmal, auch für euch nochmal einen ganz anderen Push, oder? Ja, auf jeden Fall. Man merkt einfach wieder, dass die Fans hinter einem stehen, dass das ja, Vertrauen da voll da ist. Und an der Stelle muss man sich einfach bedanken für alle, die hier ja, uns den Rücken stärken und natürlich auch an unsere Geschäftsstelle, die das immer super organisiert hier. Absolut. Auch über 300 Fans in Hannover beim DHB-Pokal. Es ist ein Wahnsinn und macht momentan unheimlich viel Spaß. Und du sagst, es ist ein anderes Buch als letztes Jahr und das hier lese ich viel, viel lieber. Dankeschön. Unsere Nummer 80, Yannick!